Einen wunderschönen guten Morgen. Ich grüße dich ganz herzlich zu deinem Engel-Orakel des Tages für Dienstag, den 10. November 2020. Schön, dass du einschaltest und wieder erfahren möchtest, was die Engel dir zu sagen haben, was sie dir mitgeben möchten für den heutigen Tag und was sie bereithalten. Du bist gespannt? Ich auch. Dann schauen wir einfach mal nach. Ich mische die Karten nun wieder mit der Fragestellung, was die Engel uns für den heutigen Montag mitzuteilen haben. Ich verbinde mich mit Gott, mit den Engeln und bitte um Klarheit, Wahrheit und Authentizität, um Botschaften, die uns zum höchsten Wohle dienlich sind und die uns die Wahrheit offenbaren. Und dann wollen wir mal schauen. Wir haben den Reiter, wir haben den Turm und die Vögel. Nervliche Belastungen hören auf. Spannende Konstellation. Es kommen heute Behördennachrichten. Das heißt, wichtige Nachrichten, aber positive Nachrichten von Ämtern, Behörden oder Institutionen erwarten uns heute auf der globalen Ebene. Diese Ebene bedeutet die Beendigung von nervlicher Belastung. Ne? Es bringt zwar viel Bewegung in sich, in die ganze Situation hinein, aber es sind wichtige positive Erkenntnisse und Nachrichten, die uns weiterbringen werden. So gesehen, wie das offenbaren uns die Lenormand-Karten der goldenen Zeit. Dann schauen wir, was das Kraft der Engel-Orakel sagt. Erzengel Raphael, Erzengel Azrael, der ist im Übrigen momentan sehr viel vertreten. Das zeigt uns, dass wirklich eine alte Ära zu Ende geht. Ne? Also Azrael haben wir im Orakel momentan sehr häufig, wie ich gerade mal feststellen muss. Raphael bringt uns neue Vitalität, neue Lebenskraft, neue Energie mit hinein und auch neue Lebensfreude. Das bestätigt mir natürlich diese Beendigung von Schwierigkeiten oder nervlich belastenden Situation, ne? Die Reise zeigt uns an, dass Erzengel Azrael begehrt, Altes geht, Neues beginnt. Ich hätte Azrael es beinahe unterschlagen. Dann kommen wir zu der Reise, die sagt, wir treten eine Reise an. Wir beginnen eine neue Ära unter dem Schutz der Engel. Wir müssen uns also um nichts sorgen. Wir sind auf einem guten Weg. Auch wenn noch einige Gewitter anstehen, wahrscheinlich im nächsten Jahr sowieso. Das heißt Channeling 2021 ja ergeben, wie du wahrscheinlich weißt. Wenn nicht, einfach nochmal reinschauen bei Engel TV oder oben unter dem i, da findest du das Video zum Channeling 2021. In der Infobox. Und jetzt wollen wir wie immer noch miteinander beten. Erzengel Raphael schickt uns heute die Karte, erwarte ein Wunder. Heute ein Wunder möglich, Wunder geschehen, sagt diese Karte tatsächlich. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass Wunder immer wieder geschehen, dass Gott mit seiner Großartigkeit und seinen Wunderwirken jederzeit an unserer Seite ist. Also wollen wir doch für alle Menschen, die in diesem Augenblick ein Wunder brauchen und für die Welt, die definitiv ein Wunder braucht, das erste Gebet sprechen. Wenn du das unterstützen möchtest und das zweite Gebet natürlich auch, dann schreibe dreimal Amen 777 in die Kommentare. Lieber Gott und Erzengel Raphael, danke für eure wunderbare Intervention und heilende Energie, die viele Menschen im Augenblick brauchen. Und wir bitten für alle Menschen, die es brauchen, um ein Wunder. Wir bitten für die ganze Welt um ein Wunder und um eure heilende Kraft und Liebe. Lass die Welt und all die Menschen wieder gesund werden. Amen. Ewige Liebe schickt uns Erzengel Michael eine Karte, die ich gar nicht groß erklären möchte, sondern lass uns gleich ins zweite Gebet gehen. Lieber Gott, lieber Erzengel Michael, helft mir, all die Liebe wahrzunehmen, die mich umgibt, damit ich die Angst oder umwandeln kann und ohne Angst Liebe annehmen, ausdrücken und geben kann. Amen. In diesem Sinne wünsche ich dir einen zauberhaften Tag. Gott segne und beschütze dich. Er lasse seine Engel deinen Tag bewachen und führe dich zur Erleuchtung. Licht und Liebe und bis heute Abend zum gemeinsamen Gebet um 21:30 Uhr. Udo Golfmann. Tschüss.